Mein Name ist Joe Bausch. Das Gefängnis, die Verbrecher, das ist mein Leben. Beim Tatort spiele ich den Gerichtsmediziner. Im wahren Leben arbeite ich als Gefängnisarzt in Werl. Mich hat schon immer interessiert, was macht Menschen zu Verbrechern? Dieser Film erzählt von einem Profi des Verbrechens. Sein Name Siegfried Massert. Wenn ich irgendwo hinkam, dann wurde Aschenbecher vom Tisch, Stuhl gerückt, ein Glas Wasser hingestellt, sie geraucht nicht, so und das war einfach so. Er besaß ein ganzes Waffenlager, stieg bei Juwelieren und den Villen ein, überfiel Banken. Ich habe in meinem ganzen Leben, das kann ich ruhig behaupten, noch nie einen Menschen kennengelernt wie den Massert. In der perfekten Form als Verbrecher. Ganze Sonderkommissionen hat das LKA für ihn ins Leben gerufen. Für Massert den Gewohnheitsverbrecher. Ich bin ja da reingewachsen und habe 50 Jahre und nichts anderes gemacht. Das war ja meine Arbeit. Mit abgesenkten Schrotflinten hat er Banken überfallen und die Angestellten bedroht. Sein halbes Leben hat er dafür im Gefängnis verbracht. Sich selbst sieht er als Edelganoven, als Gentleman-Verbrecher. Warum konnte er nicht aufhören? Er, der so viel Leid über andere gebracht hat, auch über seine Frau und seine drei Kinder. Bereut er seine Taten? Und wer ist Siegfried Massert wirklich? 73 Jahre ist er heute alt. Seit über 10 Jahren hat er keine Straftaten mehr begangen, sagt er. Doch ist das zu glauben? Was steckt hinter der Fassade dieses freundlichen älteren Herrn? Wer ist Siegfried Massert? Wer ist Siegfried Massert? Ein ehrbarer Vater, ein ehrbarer Familienmensch, ein Verbrecher, der ich in vielen Augen war. Ein charakterlich mieser Typ. Charakterlich guter Typ. Ich denke eher, ich bin von allem etwas. Die 60er Jahre. Siegfried Massert's Verbrecherkarriere beginnt mit Banküberfällen in Nordrhein-Westfalen. Der erste Versuch geht schief. Zu viele Menschen am Schalter, sofortiger Rückzug. Doch schon beim nächsten Mal klappt es. Massert ist Chef einer dreiköpfigen Bande und er geht mit System vor. Überfallen wird immer an einem Donnerstag. Da sind die Banken länger geöffnet. Und immer im Herbst, da wird es früh dunkel. Zwischen 50 und 100.000 D-Mark hat er so jedes Mal erbeutet. Herr Massert, wie geht Bankraub? Also fängt man klein an, kleine Sparkasse, dann große Bank. Ja, richtig. Man fängt mit einer etwas kleineren Bank, Sparkasse oder so an. Zuerst muss man Waffen haben. Wir hatten also scharfe Waffen. Den Fluchtweg abfahren natürlich ist auch sehr wichtig, denn man weiß ja nie, ob ein Wasserrohrbruch oder weiß der Teufel was, die Straße wird aufgerissen von heute auf morgen. So, sag ich mal, bei jeder Tat kommt eine neue Bekleidung. Das heißt, ein paar billige Turnschuhe, ein Overall und Sturmhauben, ja, die behält man manchmal, oder ein Motorradhelm oder so. Und Handschuhe behält man auch meistens, wenn sie vernünftig sind. Da wird man hinterher sogar noch kniepig. Unser Fahrer fährt vor die Bank, wir zwei gehen rein. Der Kerler springt also über den Tresen und versucht dann von hinten, dass die Kassiererin oder der Kassierer den Kassenraum öffnet. Und ich habe dann die anwesenden Personen vorne mit der abgesägten Schrotflinte bedroht. Und on the floor, auf dem Boden, closed eyes. Schluss, Augen schließen, fertig. Man merkt immer diesen kleinen Slang. Der Rheinländer kann man nicht verbergen. Das kann man nicht so. Aber nicht der Rheinländer, der Englisch spricht, ist natürlich auch schön. Gut, wie geht's weiter? Also jetzt in die Bank hinein, der Fahrer ist da. Der Fahrer nimmt die Zeit und ist auch bewaffnet, heruntergelassen im Fenster. Und wartet. So, nach 3, maximal 4 Minuten kommt das erste Hubsignal.
Und dann wissen Sie, Sie haben also nicht mehr länger als eine halbe Minute. Alarm wird ausgelöst. Alarm wird ausgelöst, denn wenn Sie erst einmal umstellt sind und die sind alle da, dann geht es nur noch mit Geiseln, dann wird es schwierig. Dann ist also mit einem Minimum an Aufwand ein Maximum an Gewinn. Das war unsere Devise. Ne? Mit dem erbeuteten Geld dann ab ins Fluchtauto. Niemals auf die Autobahn. Massad weiß, dass dort nach großen Überfällen Polizeistreifen positioniert sind. Stattdessen verstecken sich die Bankräuber auf Spielplätzen in Wohngebieten, um dann am nächsten Morgen mit der Rush-Hour ganz unauffällig nach Hause zu fahren. Doch vorher heißt es warten, die ganze Nacht, oft in eisiger Kälte. Die drei stehen auf einem Fleck, rühren sich nicht, vertreiben sich die Zeit mit Geldzählen und dem Aufteilen der Beute. Heute kann ich mir Massad nur schwer mit einer Kanone vorstellen. Doch scharfe Waffen waren sein Arbeitswerkzeug. Nach einigen Jahren, erzählte er, hatte er ein ganzes Arsenal zusammen. Noch immer faszinieren ihn Waffen. Das ist ja schon imponierend, oder? Das kann man laut sagen, ja. Das kann man laut sagen. Was geht jetzt so durch den Kopf, wenn Sie hier lang gehen? Oh, weil, ja, damals solche Gewehre, da war für uns natürlich auch nicht so einfach dran zu kommen, sondern wir haben die ja mehr oder weniger aus Einbruchsdiebstählen. Also Sie mussten die Waffen auch erst klauen? Zum Teil klauen, zum Teil gekauft. Im Milieu kann ich also immer Waffen kaufen. Ich bin jetzt 20 Jahre mehr oder weniger raus, aber ich könnte heute noch Waffen kaufen, wenn ich es dann wollte. Ne? Also man muss schon in so einer Szene verwurzelt sein. Richtig. Oder? Richtig, das ist ja... Hat Ihnen das jemand zu Hause jemals gesehen? Oder nee, war das irgendwie, um Gottes Willen. Also ich meine Frau oder irgendwie, ach, das liebt und nach Hause kam und hatten die Beute und die Flinte ja, da. Wunderbar, nee. Meine Frau hat weder eine Waffe, noch hat die das Geld im Beutel, noch hat die von mir eine Anzug, noch eine Sturmhaube oder sonst was gesehen. Also das war schon so geplant, dass meine Frau auf keinen Fall irgendetwas davon wissen durfte. Sie haben ja richtig scharfes Gerät mitgenommen. Richtig, ja, halt eine scharfe Waffe zu haben, gibt einem doch eine gewisse Sicherheit bei so einer Tat. Man weiß ja, was man macht, ist nicht nur einfach mal so ein Kavaliersdelikt, wo man da was besichtigt. Es gibt halt sondern 15 Jahre da drauf. Ja, so. Und wir haben uns überlegt, wenn eine Situation kommt, dann wird in die Decke geschossen oder in die Wand, dann fliegt der Putz von der Wand. Aber jeder sieht halt, wow, hier ist das... Und alles stopp. Ja, aber ich meine, bedrohen kann man ja nur Menschen, wenn man ihnen den Lauf natürlich vor die Nase hält. Ja? Und oder? Jetzt wird sich keiner sagen, wenn ich komme ohne Waffe, ich sage, leg dich mal auf den Boden, bitte sei so nett. Ja. Macht ja kein Mensch. Er ist ein alter Freund von Massad, Hans Hesse. Auch er überfiel Banken, saß dafür 11 Jahre im Knast. Die beiden lernen sich draußen kennen, stellen fest, dass sie eine gemeinsame Leidenschaft haben, Überfälle. Sie freunden sich an, drehen aber nie ein Ding zusammen. Ich habe hier auch Banküberfälle gemacht. Nie mit einer Wasserpistole, sondern immer mit einer geladenen, entsicherten Pistole. Ich habe auch nie schießen müssen. Ich habe auch noch nie auf einen Menschen geschossen. Aber wenn eine Notsituation ist, dann reagiert nicht mehr das Gehirn, sondern einfach nur noch der Bauch. Und man will sich nicht kriegen lassen und würde sich wahrscheinlich freischießen. Simone Köller ist Massads Tochter. Sie hat noch 2 jüngere Geschwister. Ich frage mich, was macht das mit einer Familie, wenn der Vater ein Berufsverbrecher ist? Simone konnte durch das erbeutete Geld auf eine teure Privatschule gehen. Dafür war ihr Vater oft viele Monate nicht zu Hause. Dass er dann im Knast saß, wusste sie nicht. Über vieles wurde in der Familie geschwiegen. Erst vor wenigen Monaten hat Simone erfahren, dass ihr Vater ein skrupelloser Bankräuber war. Ich habe mir halt immer gesagt, er geht hin, wenn niemand da ist. Also er bedroht keinen, er verletzt niemanden. Und das war immer so mein Anker. Nein, das ist wichtig. Ja, das war mir wichtig. Und deswegen war ich auch erstmal schockiert für mich selber, auch wenn man das nicht immer so zeigt.
als ich erfahren habe, dass mein Vater halt mehrere Banküberfälle gemacht hat. Also das. Und die Menschen erschrocken hat mit der Waffe dann. Genau, das ist. So möchte ich mir meinen Vater auch nicht vorstellen. Auf mich wirkt Siegfried Massert wie ein sanftmütiger Mann. Dabei hat er über Jahre Menschen mit Waffen bedroht, sie verängstigt, traumatisiert. Haben Sie sich mal auch Gedanken darüber gemacht, dass Sie ja doch auch doch vielen Leuten Todesangst gemacht haben? Wenn man mit so einer Wumme da aufläuft. Dieses Problem habe ich am Anfang, hat das für mich nicht existiert. Ich habe also keinerlei Empathie für irgendwelche Leute empfunden, die ich beraubt oder bedroht habe. Wenn ich das gehabt hätte, hätte ich da nicht reingehen können. Ein vierköpfiges Team der Sonderkommission verfolgt Massert und seine Taten über Jahre. Immer wieder wird er geschnappt, weil ihn andere aus dem Milieu verpfeifen. Einmal fahren er und seine Komplizen mit ihrem Fluchtfahrzeug in den Wald, versenken das Auto in einem See und machen sich zu Fuß aus dem Staub. Geschichten wie aus dem Krimi. Warum wählt man so ein Leben? Massert hat mir auch von seiner Kindheit erzählt. 1944 floh er mit seiner Mutter und seinen 5 älteren Geschwistern aus Ostpreußen. Erst 3 Jahre später fanden sie in Nordrhein-Westfalen eine neue Heimat. Der Vater kam 1949 aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück. Eingebrochener Mann, der bereits ein Jahr später starb. Massert war ein guter Schüler. Er lernte schnell und fiel doch aus dem Rahmen. Er ließ sich nichts gefallen, wusste sich mit Worten und Fäusten zur Wehr zu setzen. Dem Rektor war er ein Dorn im Auge und so wurde er im Alter von 10 Jahren kurzerhand ins Heim verfrachtet. Es ist die BRD der 50er Jahre. Erniedrigung, Prügel und sogar Missbrauch gehören damals in vielen Kinderheimen zum Alltag. Widerstand wird bei vielen Heimkindern mit Gewalt gebrochen. So auch bei Siegfried Massert. Er erzählt mir, dass er im Heim geschlagen, aber auch missbraucht wurde. Was war der Auslöser für so eine kriminelle Karriere? Der Auslöser für die kriminelle Karriere war meine Jugendzeit im Heim. Ja, 2,5, 3 Jahre. Aber die haben mich dermaßen geprägt, dass ich den Heimaufenthalt damals und die Erlebnisse dort für mein ganzes weiteres Leben verantwortlich mache. Es soll keine Entschuldigung sein. Ich frage mich, hätte aus dem Gewohnheitsverbrecher Massert auch was anderes werden können, wäre er nicht im Heim gewesen? Wäre er dann ein gesetzestreuer Bürger geworden? Christian Lüttke ist Psychologe. Mich interessiert, wie er Massert und dessen persönliche Entwicklung einschätzt. Es werden leider sehr viele Männer wie Frauen jeden Tag missbraucht, aber sie werden in der Regel nicht kriminell. Es spricht vielmehr dafür, dass es sich hier um einen Menschen handelt, der ein zutiefst ängstlicher, ohnmächtiger Mensch ist. Denn die Gewaltausübung bei Banküberfällen oder in anderer Form verwandelt sein Gefühl von Angst und Ohnmacht in ein kurzzeitiges Erleben von Allmacht. Mehrfach läuft Massert aus dem Heim weg. Immer wieder wird er aufgegriffen. Bei einem seiner Fluchtversuche bricht er in eine Gaststätte ein. Der Anfang eines kriminellen Lebens. Mit 16 landet er das erste Mal im Jugendgefängnis. Auch wenn er heute auf mich harmlos wirkt, auf den alten Fotos erahne ich den Verbrecher. Einen, der sich immer wieder neue Ziele für seine Einbrüche sucht.
Gerade nachdem die Banken immer weniger Bargeld in den Tresoren lagern, muss Massad umdenken. Gut, jetzt waren Sie ja nicht nur auf Banken spezialisiert. Besonders nachdem die Banken kein Geld mehr hatten, haben wir besonders bevorzugt Juweliere gemacht. Wir haben die sogenannten Blitzeinbrüche gemacht. Und dann kommt hinterher, nachdem die Scheiben immer besser wurden, dann haben wir einen LKW genommen. Weil in dem Moment, wo die Scheibe gecrashed ist, ist ja Alarm ausgelöst. Das ist ja wunderbar, das ist ja prima. Da geht das ganze Gebimmel los, die Polizei kommt, da wissen Sie, können Sie alles, das wissen Sie alles. Also, das heißt, das Schöne ist, man kriegt sofort mit, wie spät es ist. So, richtig. Massad und seine Komplizen haben seit Ende der 80er Jahre unzählige Juweliere ausgeraubt. Schmuck im Wert von 10 Millionen D-Mark erbeutet. Vor den Einbrüchen beschäftigte er sich monatelang mit Diamanten, Gold und Perlen. So weiß er genau, welche Stücke wertvoll sind und welche man besser liegen lässt. Auch so schöne Einzelmodelle, sage ich mal, jetzt gehabt, von Chrono Swiss zum Beispiel. Wird man sowas überhaupt noch los? Die wird man los, aber hallo. Je schöner, je seltener, je teurer. Ich kann Ihnen jede Uhr verkaufen. Und je teurer, aber desto besser. Aber die Abschläge sind ja immens. Ich kriegte zum Beispiel bei Uhren 33% vom VK-Preis. Okay. Da können Sie nicht meckern, vom VK, ne? Ja. Also nicht beim Einkaufspreis, sondern vom VK-Preis. Und da sind also ganz erkleckliche Summen bei rumgekommen. Ja. Im Schnitt, sage ich mal, Sie holen da irgendwie eine Million, haben Sie mit drei Mann etwas über 300.000. Ja, ist doch nicht schlecht. Kann man nicht, natürlich. Meist sind sie zu dritt. Aber Massad ist derjenige, der die Beute mit nach Hause nimmt. Er hat zwei Hehler an der Hand, die ihm die Sachen abkaufen. Bei diesem Juwelier wurde erst kürzlich eingebrochen. Vor 20 Jahren noch hätte es auch Massad sein können. Wir sind zum Teil über den Bürgersteig oder mit dem LKW runter, die Laderampe runter, dann reingefahren, über Eck reingefahren, manchmal komplett die ganze Scheibe rausgedrückt. Ja, Sie hatten damals aber noch die Scherengitter drin. Die Scherengitter, die wurden weggezogen zum Teil. Die haben wir gar nicht mehr drin, die Scherengitter. Es sind komplett geschlossene Gitter. Schön, denn das ist auch gut. Das wird auch so sein. Keine Frage, Massads Charme ist einnehmend. Doch kann einer wie er auch seine Familie glücklich machen? Wie lebt man mit einem Ehemann und Vater zusammen, von dem man nicht weiß, ob er nach seinen Einbrüchen nach Hause kommt oder im Gefängnis landet? Das ist Brigitte, Massads Ehefrau. Er ist damals gerade im offenen Vollzug, als sie sich Anfang der 70er Jahre kennenlernen. Sie ahnt, dass er ein kriminelles Doppelleben führt. Immer wieder bittet sie ihn, mit den Überfällen aufzuhören, vergeblich. Helmut Jenrich ist seit den 80ern Massads Anwalt. Von ihm erfahre ich viel über das Privatleben des Verbrechers. Wie stand sie zu ihrem Mann? Sie hat ihren Mann vergöttert. Ist ja eigentlich schön, ne? Aber im Grunde genommen hatte er es jedenfalls zu dem damaligen Zeitpunkt ja nicht verdient. Sie selber will nicht mit mir sprechen. Meine Mutter liebt meinen Vater. Und die stellt ihn auch mit Sicherheit ein Stück weit auf den Altar. Genau. Ich weiß nicht, ob es... Ja, also höre ich auf keinen Fall. Aber es ist schon eine besondere Form von Liebe. Der Ornithologe, der guckt, was die Vögel machen. Ja. Und ich habe zum Beispiel immer, selbst wenn man im Geschäft war, selbst wenn man nach Essen fuhr, im Einkaufszentrum oder Düsseldorf. Also mit Familie, Frau und Kindern unterwegs. Immer automatisch. Mama guckt nach den Klamotten, ja. Und Papa guckt nach den Alarmanlagen. Zum Beispiel, ja. Im Gefängnis lässt Massad sich zum Elektriker ausbilden, um zu lernen, wie man Alarmanlagen ausschaltet. Ein Verbrecher, der sich im Gefängnis weiterbildet für Einbrüche, die er dann draußen begehen wird. Ganz schön gerissen. In an die 1000 Häuser will Massad angeblich eingestiegen sein. Wo man von ausgehen kann, die ist zu Hause. Ist oft zu Hause. Man, ja. Deswegen, ich könnte das auch alles lernen. Das könnten Sie alles lernen. Auf Ihre jungen Tage können Sie sowas alles noch lernen.
Ja, und wie geht man so eine Nummer an? Das heißt, das ist individuell verschieden. Manchmal, wenn man sieht vorne an der Haustür, wie die Alarmanlage geschaltet ist. Man sieht ja hier schon zum Beispiel an den äußeren Heulern, ist ein Bewegungsmelder, geht wo irgendwo Licht an, gibt es Induktionsschleifen, wenn ich irgendwo hintrete, deswegen geht man am Haus vorbei, geht irgendwo das Licht dann an, ist ein Hund da und alle diese Informationen, die sammelt man und dann überlegt man, so, das ist die beste Möglichkeit. Schreibt man sich das auf oder merkt man sich das einfach? Also aufgeschrieben wird prinzipiell nichts. Ne? Im Sommer liegt man auf dem Gelände irgendwo und guckt und wartet. Wenn man denkt, am Wochenende gehen sie weg. Und ansonsten muss man eben das nächste Ding nehmen und einzeln mal abfahren, immer zwischendurch und warten. Ach so, man hat so mehrere Sachen im Köcher und dann muss man gucken, wo geht was. Ja. Okay. So, wie lange brauchen haben Sie gebraucht? So da bleibt man die ganze Nacht, ein Wochenende. Ne? Okay, also und, da hat man alle Zeit der hat Welt. Man alle Zeit der Welt. Ein Ex-Gangster plaudert aus dem Nähkästchen. Was davon ist wahr? Was Fantasie? Hier ist einer, der stolz ist auf seine Taten. Bis heute. Ich mache in Sinzig eine Villa, die haben einen Dobermann. Hallo. Ja, ne? Ja. Und ich gehe erst einmal, der Hund bellt, wie verrückt, immer wie. Ich will über den Zaun rein, er beißt mir in den Schuh. So, warte ab. Ich zurück, 14 Tage später komme ich wieder, habe mir Ammoniak gekauft, habe das Ammoniak ein bisschen verdünnt in der Wasserpistole. Hund kommt, ich mache Jitsch Jitsch auf seine Nase. Was macht der Hund? Geht im Gras und reibt seine Nase. 2 Stunden schätzungsweise habe ich Zeit. Dann haben die Leute eine Alarmanlage und das Allerschärfste, was sie hatten so eine Hundeklappe im Haus, wo der Hund rein und raus konnte. Also ich Hund gespielt und dann durch die Hundeklappe rein, hatte alle Zeit der Welt, meine Sachen, meine Arbeit zu erledigen. Bin mit meinem Lohn, sage ich jetzt mal, wieder durch die Klappe raus und das war's gewesen. Siegfried Massert führt über Jahrzehnte ein Doppelleben. Zu Hause gibt er den liebevollen Familienvater. Im Milieu wird er zur Legende, weil er gerissener und skrupelloser ist als der Rest. Weil er seine Taten präzise plant und weil er sich gut auskennt. Was ist am ergiebigsten? Wofür gibt es schnelle Kohle und was ist am sichersten? Am ergiebigsten ist natürlich immer Gold und Schmuck. Ne? Das ist immer am besten. Dann kommen damals zumindest Teppiche, waren immer sehr gut. Da kriegten sie für eine Brücke, wenn sie die gekauft haben, kostete die 10. Wenn ich sie verkauft habe, für 3,5. Ja. Wunderbar, die ging weg wie geschnitten Brot. Okay. Ne? Okay. Und natürlich Meißner Porzellan. Ne? Das sind also so Sachen, die gehen immer, die verkaufe ich ja offiziell meistens auch zu Porzellan. Ne? Gehe ich im Geschäft und verkaufe die. Ach, oder sagen, Silber, Familienporzellan. Natürlich. Ich würde das gerne veräußern, weil im Augenblick bin ich in einer schwierigen Situation. So sieht es aus. Bei Siegfried Massert wird alles zur Anekdote. Er ist einer, der um sich selbst kreist, der früher weder an seine Opfer noch an seine Familie gedacht hat. In den 70ern betreibt er außerdem eine Autowerkstatt. Seine Komplizen und er kaufen Unfallwagen für wenig Geld und klauen das passende Gegenstück. Die beiden Autos trennen sie in der Mitte durch und machen daraus ein neues Fahrzeug mit neuer Seriennummer und neuer Lackierung. Gewinnspanne pro Auto 15.000 D-Mark. SLC ist schwer zu klauen, weil man da das Schloss nicht abbrechen kann, das Lenkrad hindert. Da müssen sie erst das Lenkrad abbauen, 24er Schlüssel mitnehmen, damit sie eben die Schraube vom Lenkrad, das Lenkrad abheben, Schloss abbrechen, Lenkrad wieder draufsetzen. Das ist also schon alles eine ziemlich... Also schnell wie im Kino geht das nicht? Geht das. Nee. Wie viele Autos haben sie ungefähr geklaut, roundabout? Also 100, 120. Ja, also war ich auch angeklagt für 112, glaube ich, und für 12 bin ich verurteilt worden. Für 112 angeklagt und für 12 verurteilt worden. Ja, richtig. Mehr konnte man ihnen nicht nachweisen. Konnte man nicht nachweisen. Die hatten zwar oben die Türen. Die von all dem hatte Massats Tochter Simone keine Ahnung. Zusammen mit ihrer Mutter hat sie ihn zwar als kleines Mädchen im Gefängnis besucht, aber nicht verstanden, wo sie da war. Irgendwie war das halt sein Arm.
Meine Mutter hat mir früher oft gerne die Geschichte von der Montage erzählt. Das glaubt man ja dann auch noch bis zu einem gewissen Punkt. Aber wie das halt auch unter Kindern so ist, hat auch ein Junge, den habe ich dann auch schlussendlich verprügelt, der hat gesagt, dein Vater ist irgendwie ein Knasti oder irgendwie sowas. Und da habe ich gesagt, das stimmt nicht. Und der, doch, das stimmt, das stimmt. Und dann habe ich den verprügelt. Wie alt war ich da? 12? Ja, irgendwie so. Siegfried Massert ist sicherlich einer, der Menschen für sich gewinnen kann. Der es versteht, wie es so schön heißt, gut rüberzukommen. Und das tat er auch im Knast. Der heute schmächtig wirkende Mann beeindruckte mit Muskeln und Intellekt. Insgesamt verbringt Massert 30 Jahre hinter Gittern. Im Knast gibt es für alles Regeln. Es wird gesagt, was zu tun ist. Hier muss man sich um nichts kümmern und kann sich wunderbar nur mit sich selbst beschäftigen. Viele Häftlinge mögen das. Das erlebe ich als Anstaltsarzt immer wieder. Ja, Massert, wir sind an einem Ihnen sehr vertrauten Ort heute angekommen. Was ist der erste Gedanke, wenn Sie an Knast denken? Es ist ja so, in diesem kriminellen Milieu, man trifft immer wieder Leute, die dann auch im Gefängnis sind. Sigi, wieder da, das, so, Beamte, die man kennt und so. Aber sobald die Zelle dann zu ist, die Tür ist zu, Schlüssel abends Einschluss, dann könnte man sich am besten unterm Tisch verkriechen, ein Weilchen, und heulen. Dieser Zustand hält so circa eine Woche, 7 Tage, so rum hält er an. Und dann kommt wieder dieser Trott, den man ja kennt. Und dann gewöhnt man sich sehr schnell an die normalen Abläufe, kümmert sich um das tägliche Einerlei. Wo kriegst du dies, wo kriegst du das? Sie haben alleine während Ihrer Ehe viele Jahre im Knast gesessen. Die Hälfte kann man sagen. Fast die Hälfte von den 42 oder 43 Jahren waren Sie im Bau. Genau. Sie sagen, ich war ein liebevoller Vater. Aber ich sag mal, der liebevolle Vater, der in so einer Zelle sitzt. Das ist das, was ich wirklich im Nachhinein als schlimm empfinde, was ich da meinen Kindern und meiner Frau angetan habe. Ich könnte nicht mich so aufopfern und dauernd dahin fahren und Wäsche machen und zu Hause warten und alles läuft, wie ein Uhrwerk läuft und läuft und läuft und ich bin so viel allein. Damals ist die Liebe zu seiner Familie nicht stark genug. Der Hang zu immer neuen Überfällen stärker. Das erzählt er mir bei einem unserer Treffen. So arrangiert er sich mit dem Knastleben. Arbeitet in der Bücherei, genießt die Anerkennung seiner Mitinsassen. Er hat viele Bücher gelesen, die mit Resozialisierung und Psychologie und so weiter zu tun haben und konnte damit natürlich bei der Masse der anderen sich hervortun. Da sind einige gewesen, die von ihm begeistert waren, wie schlau er war und wie er das alles formulieren konnte, ne? Und haben ihn dann Professor genannt. Ein Sachverständiger, der hat mal gesagt, wenn er nicht Straftäter geworden wäre, hätte er auch Professor werden können. Ob das letztlich so stimmt, weiß ich natürlich nicht. Aber er hatte auf jeden Fall das Zeug dazu, eine andere Laufbahn einzuschlagen als die eines Berufsverbrechers. 30 Jahre Knast geben einem Menschen, auch wenn es paradox klingt, sehr viel Sicherheit. Er kennt sich gut aus dort, er ist versorgt, es ist eine reizarme Umgebung. Das heißt also, es gibt dort auch keinerlei Anreize, der eigenen Sucht nach Macht, nach Kontrolle, nach Überfällen nachzugehen. Von daher kann also auch der Knast ein sicherer Ort sein für den Täter. Ein sicherer Ort, von dem aus sich aber auch die nächsten Einbrüche bestens planen lassen. Ich habe zum Beispiel eine Information gehabt von eher so einem kleinen
Dieb, der so überall guckt, wo eine Balkontür auf und Dinges auf. Der hat mir dann erzählt, ja, er ging dort rein und zieht die Schubladen aus, alles Goldmünzen, oh, wunderbar Teppiche. Ja, wusste ich aber nicht, was und wie und wo. Und hat dann auf die Schnelle da, ohne es genau zu ahnen, was weiß ich, knapp über 100.000 mitgenommen. Haben ihn aber direkt erwischt beim Rausgehen. So, dann habe ich die Adresse, habe ich mir natürlich gemerkt. Das bedeutet, dass man schon im Knast eigentlich die nächsten Taten für die Zeit nach der Entlassung schon irgendwo abgespeichert hat. Ja, noch während der Haft und wenn meine Frau mich besucht hat, habe ich gesagt, nee, jetzt ist Schluss, Feierabend, ich komme raus. Habe aber gleichzeitig schon solche Geschichten dann wieder aufgeschrieben. Und das ist der ewige Zwiespalt in meinem Leben, wo ich dann immer so gesagt habe, naja, du willst ja in Wirklichkeit aufhören, aber immer so ein Türchen. Resozialisierung, Fehlanzeige. Doch was bringt jemanden dazu, ein Leben lang kriminell zu sein? Vielleicht die Sucht nach Anerkennung. Wie die meisten Menschen braucht auch Massad Respekt, Lob und Bewunderung. Die bekam er im Milieu, weil er zum Experten wurde. Egal, ob bei Schmuck, Porzellan oder Teppichen. Nur hier, die haben sehr schöne Ware. Aber die Herrchen und so habe ich auf Lager versteckt. Man muss das auch nicht zu leicht machen, ne? Nee. Für eine Gom-Vollseide, Brücke, ja. Mal 10.000. Was gibt es heute dafür? Die brauchen die 4.000, 3.000 bis 4.000 bezahlt. Ja. Den müssten wir mitnehmen, das geht gar nicht. So ja, was kann man ja auch nicht liegen lassen, ne? Wenn man so was. Hatte man schnell an Mann bringen können. Ja, wir haben manchmal Teppiche mitgenommen, da schleppen sie sich einen Ast ab, an den, um den dann wegzuschleppen, wenn sie einen großen Kechern zum Beispiel haben. Ja, das ist... Boah, da bist du den dann zusammengelegt und mitgenommen und schleppen den weg. Da denken sie, sie schleppen einen Zentner. Da fehlt so ja auch nicht viel, ne? Aber gut, dann haben sie einfacher, ja, je leichter, umso teurer. Aber oder, ne? so kann man das sagen, ja. Ich bin ja kein Fachmann, ich bin ja nicht groß geworden. Also, ich würde sagen, Sie sind Fachmann. Das ist einfach schön. Also, Sie können das Geschäft gleich übernehmen. Die Menschen scheinen in Massads Gegenwart zu vergessen, dass er ein Einbrecher war. Ob er damals schon so freundlich rüberkam? Anerkennung bekam Siegfried Massad nicht nur aus dem Milieu. Sogar die, die gegen ihn ermittelten, waren beeindruckt von dem Berufsverbrecher. Ich weiß, dass Herr Massad bei vielen großes Ansehen hatte. Auch beim LKA. Das muss ich also ganz klar sagen. Ich kann mich gut erinnern, damals die Sache da mit den Juweliergeschäften. Da besuchte ich Herrn Massad in der JVA in Essen. Und ich ging raus, da kamen also schon die Nächsten, die waren dann vom LKA. Das war so eigentlich nichts Besonderes. Und er hat auch, ich meine sogar, er hätte auch danach noch freundschaftliche Beziehungen zu dem einen oder anderen beim LKA gehabt. Doch die meiste Zeit ist Massad für das LKA vor allem eines, eine Zielperson. Er wird über Jahre observiert, vor allem in den 90ern. Weil ich wusste, dass ich in der BFA war, in der beobachtenden Fahndung, war ich natürlich besonders vorsichtig. Und wenn ich das Gefühl hatte, ich fuhr jetzt, sage ich mal, nach Essen zum Treffen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass einer hinter mir fährt, da bin ich auf dem Feldweg gefahren, bin dann weg. Das Gefühl, beobachtet zu werden, haben wir ja fast immer gehabt. Ich bin allerdings vom LKA damals eine Zeit lang beobachtet worden und habe es nicht gemerkt. Mein späterer Freund beim LKA, der hat mir dann auch Fotos gezeigt, wo ich wo habt ihr das Foto? Schau, da haben wir das, da, wo ich mit den Kindern war, wo ich ein Fahrrad dann geübt habe mit dem ganz Kleinen und so. Habe ich nicht gemerkt. Vor 10 Jahren hat Massad angefangen, über sein bewegtes Leben zu schreiben. Doch Tochter Simone will die Memoiren nicht lesen. Noch nicht. Mein Vater hat mir ja 3 Bücher gegeben, die habe ich auch, aber irgendwann mal, wenn ich vielleicht selber alt und grau bin. Ja, und, okay. Aber ich weiß, dass mein Vater gerne möchte, dass ich die lese und auch vielleicht ein Feedback von mir haben möchte, vielleicht auch.
Aber Siegfried Massert und Simone haben ein enges Verhältnis, telefonieren jeden Tag miteinander. Nur die Vergangenheit, die klammern sie weitgehend aus. Als Kind muss man sich nicht immer der eigenen Vergangenheit stellen. Nur dann, wenn ich merke, dass mein gesamtes Leben möglicherweise so darunter leidet. Oder wenn es für mich wichtig ist, zu wissen, was ist da tatsächlich gewesen. Manchmal ist es gut, einfach zu vergeben und zu verzeihen. Zu sagen, ja, so waren meine Eltern, aber ich habe nichts damit zu tun. Ich habe mich für ein anderes Leben entschieden, um dann letztendlich auf Dauer gesund zu bleiben. Ende der 90er lernt Siegfried Massert eine 20 Jahre jüngere Frau kennen, beginnt mit ihr eine verhängnisvolle Affäre. Zusammen mit der kokainabhängigen Frau nimmt er Drogen. 2 Jahre dauert das Verhältnis, in dem die Geliebte Massats Ehefrau terrorisiert. Sie ruft immer wieder heimlich bei ihr an, während sie sich mit Massert trifft. Brigitte Massert soll hören, was das Liebespaar spricht und macht. Psychoterror über Monate. Massats Tochter erfährt von der Affäre und passt ihren Vater und die Geliebte ab. Da habe ich eben gesagt, entweder steigt die jetzt in dein Auto und wir sind geschiedene Leute, oder die geht zu Fuß nach Hause und wir sind keine geschiedenen Leute. Er hat sich für die geschiedenen Leute entschieden und dann haben wir, wie lange? 5 Jahre. 5 Jahre, ja. Weil das war mit die 5 Herz noch. Ja, das ist nicht einfach. Also da bin ich irgendwie wieder so sentimental. Wenn das jetzt wieder zurückkommt, dann hoffe ich dann direkt wieder ein bisschen so vom Hocker. Und das ist also nicht unbedingt so, dass ich da... Aber das war wirklich eine schwere Zeit. Massert hat seine Tochter enttäuscht, seine Frau betrogen, wegen ein bisschen Abenteuer. Schlimm genug. Doch die Geschichte sollte mit einer Katastrophe enden. Massert und seine Geliebte treffen sich oft im Wald. Brigitte Massert weiß davon. An einem Tag im Mai 2002 passt sie ihre Nebenbuhlerin im Wald ab. Angeblich wollte sie nur mit ihr reden, erzählt sie später. Doch um Massats Freundin einzuschüchtern, hat die Ehefrau ein Beil mitgebracht. Es kommt zum Streit. Irgendwann schlägt Brigitte Massert mit der Waffe auf die Geliebte ein. Immer wieder, bis sie tot ist. Und dann sehe ich auf einmal auf diesem Weg mitten meine Frau. Mein Mantel an, ich denke, was ist das? Dann gehe ich näher, ich sage, Brigitte, was machst du hier? Und dann sehe ich, da hängt an der Seite ihr Beil. Beil ist blutig, Mantel ist blutig, Haare, Blutspritzer drin. Ich sage, was tust du hier? Und dann meine Frau, sie hat mich wieder beleidigt. Sie hat mich. Und dann gehe ich ein Stückchen weiter. Und dann liegt hier im Gestrüpp am Rand, so halb verborgen. Gucken dann die Beine raus, habe ich sofort gesehen, ist die Birgit. Die Schuhe kannte ich ja, die Hose kannte ich. Und so. Und das, ich sage, Brigitte, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Zuerst haben wir den Mantel und Beil und was da alles war in den Fluss geschmissen. Ich hatte die Schuhe aus, du bist da in den Blut getreten, komplett sich schrubben. Dann die Tote im Auto reinbuxiert und dann, wohin? Ich wusste nicht wohin, bin ich auf die Autobahn und bin dann über die Grenze und bin so langsam gefahren, dass ich gedacht habe, mein Gott, nee. Ich muss doch jetzt einer anhalten. Ich bin mit 60 über der Autobahn. Allerdings war es morgens um 3, 4 Uhr, so um die Zeit. Kein Verkehr. Kein Mensch an der Grenze. Andere hätten wahrscheinlich die Polizei gerufen, Massert nicht. Und so fahren er und seine Frau mit einer Leiche im Kofferraum nach Holland, um die tote Geliebte dort in einem Waldstück abzulegen. Ich hatte doch keinen Plan. Ja. Sondern wenn ich einen Plan gehabt hätte, hätte ich einen Spaten da drin gehabt, hätte ich sie vergraben. Ja. Die Polizisten sagen zu mir, Mensch, Massa, du, sonst warum schmeißt du doch in eine Maas? Ja. Da wäre sie weg, dann hätte sie nie mehr einer gefunden. Ich sage immer, seid ihr eigentlich bescheuert? Ich war mit der Frau über 2 Jahre zusammen. Ja. Das ist doch kein Stück Fleisch, was ich einfach irgendwo wegschmeiße.
Leiche wird gefunden, Massad verhaftet. Alle wissen, dass er mit der Frau eine Affäre hatte. Doch schließlich stellt sich seine Ehefrau der Polizei. Sie wird wegen Mordes im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit, er wegen diverser Überfälle, Waffen- und Kokainbesitz verurteilt. Beide gehen für 8 Jahre in den Knast. You are there, remember. You don't wanna hurt yourself. 2010 kommen Massad und seine Frau wieder frei. Seitdem, so sagt er, ist Schluss mit den Einbrüchen. Hat der Mordfall ihn wirklich so grundlegend verändert? Er hat jetzt umgesattelt, ist gelegentlich als Sicherheitsberater tätig. Dieses Streben nach Anerkennung, mein ganzes Leben lang hat mich dieses Streben begleitet. Es war mir immer wichtig, anerkannt zu werden und so, das war mir schon wichtig. Die Anerkennung für das, was er kann und was er weiß, bekommt er heute nicht mehr aus dem Milieu. Ich denke, dass ich ein paar Personen erreichen kann, ihr Eigentum so abzusichern, dass bei ihnen nicht eingebrochen wird. Dann wäre ich schon sehr zufrieden. Heute ist er in Cottbus, wo er einen Vortrag über Sicherheitsmängel halten soll. Seine Frau Brigitte hat ihn begleitet. Hier dürfen wir sie das einzige Mal filmen. Guten Tag, mein Name ist Siegfried Massad. Ich bin das, was man über 50 Jahre hinweg einen Gewohnheitsverbrecher genannt hat. Gewohnheitsverbrecher, Bankräuber, Familienvater. Vieles ist Massad. Vor allem aber ein einnehmender Geschichtenerzähler. Kombination haben und haben ein Schloss, nicht so eins wie hier. Das ist kein Schloss. Wenn ich ziehe das Schloss, dann gehe ich mit einem kleinen Teelöffel, kann ich zum Beispiel da reingehen und kann das Schloss öffnen. Siegfried Massad ist jetzt 73 Jahre alt, hat 4 Bypässe. Von all den Einbrüchen ist nichts mehr übrig, behauptet er. Wer kann das schon nachprüfen? Auf einem Nummernkonto im Kleinwalsertal hatte er 250.000 D-Mark deponiert. Doch das Geld hat er für Kokain ausgegeben. Heute lebt er von 145 Euro Rente und einer Grundsicherung. Die ganze Sicht auf das Materielle, die Einstellung zum Materiellen hat sich bei mir verändert. Früher hätte ich gesagt, um Gottes Willen, was ein Groll, wo haust du hier, was machst du hier, was tust du hier? Die Frage stellt sich mir nicht, weil die sich für mich erledigt hat. Ich fahre auch mit dem Fahrrad, ich gehe zu Fuß, ich hole mir das zweite Auto von meiner Tochter, das alte, fahre damit. Mein Gott, ich habe da wirklich keinerlei Probleme mehr, dass ich einfach so wenig Geld habe. Ein Leben lang Verbrecher. Einer, der nicht anders konnte, aber auch nichts anderes wollte. Was bleibt von so einem Leben? Ich bin mit mir und mit dem, was ich tue und mache, im Reinen. Ich bin zum ersten Mal seit etlichen Jahren mit mir zufrieden. Bin einfach ein zufriedener Mensch. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich bin einfach klar mit mir.